Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Türkischsprachkurs. Habt ihr Lust, einige Worte zu lernen? Das ist ganz einfach und viel einfacher, als ich selber gedacht habe. Es macht richtig Spaß. Ich mache das natürlich nicht alleine, denn ehrlich gesagt kann ich ja nicht perfekt Türkisch sprechen, aber ich habe meine Freundin eingeladen. Und das ist die Dilan. Hallo Dilan. Hallo Volker. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an, Dilan, indem wir die Kinder begrüßen. Guten Tag. Was heißt das denn auf Türkisch? İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Wollt ihr es schon mal nachsprechen? İyi günler. İyi günler. Sehr gut. Gut heißt übrigens güzel auf Türkisch. Güzel. Was heißt eigentlich ich? Ben. Aha. Und du? Sen. Sen. Ben? Sen. Ben, we, sen. We heißt und. Ben, we, sen. Ich und du. Sprech doch einmal nach. Ben, we, sen. Ben, we, sen. Sehr gut. Güzel, das habt ihr prima gemacht. Bestimmt habt ihr doch die Sendung schon gesehen. Arkadaşlar, el ele, lasst uns Freunde sein. Da sind ja die zwei Folgen auf dieser DVD. Sag mal, Dilan, was heißt eigentlich Freund? Arkadaş. Arkadaş. Und Freunde? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaş, Freund. Arkadaşlar, Freunde. Sprecht's doch noch mal nach. Dilan, sag's doch mal vor, richtig. Arkadaş und Arkadaşlar. Güzel, sehr gut. Lasst uns Freunde sein. Was heißt denn das? Arkadaş olalım. Arkadaş olalım. Habe ich das richtig gesagt? Ja, richtig. Arkadaş olalım. Sprecht ihr es auch mal nach? Arkadaş olalım. Na, hat's geklappt? Prima. Ich spiele ja sehr gerne und vielleicht habt ihr auch Lust mitzuspielen. Aber dazu braucht ihr das Wort spielen, wie es auf Türkisch heißt. Oynamak. Sprecht es einmal nach. Oynamak. 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 Merkt ihr, wie einfach Türkisch ist? Spielen heißt oynamak. Und wenn ihr einen türkischen Freund fragen wollt, spiel mit mir, was sagen wir dann? Oyna benimle. Oyna benimle. Oyna benimle. Spielst du mit? Oyna benimle. Sprecht's doch einfach nach. Güzel, das habt ihr sehr, sehr gut gesprochen. Ich tanze ja auch so sehr gerne. Nicht immer gut, aber es macht mir Spaß. Bestimmt wie euch auch. Tanzen heißt? Dans etmek. Tanzetmek. Ja, dans Tanz. etmek. Tanzetmek. Das ist so wirklich ganz einfach. Tanzetmek. Habt ihr schon nachgesprochen? Also, Dilan sagt es euch nochmal vor. Dans etmek. Dans etmek. Das habt ihr jetzt richtig nachgesprochen. Prima. Ich tanze heißt. Dans ediyorum. Oh, das kann ich nicht. Bitte nochmal, Dilan. Dans ediyorum. Dans ediyorum. Ist ja doch nicht so schwer. Tanz ediyorum. Sprecht es auch mal nach? Dans ediyorum. Güzel. Aber Dilan, zum Tanzen braucht man ja auch Musik. Was heißt denn Musik? Musik. Musik. Also ich glaube, das ist fast identisch mit dem deutschen Wort Musik. Musik. Das brauchen wir nicht wiederholen. Aber wir haben ja auch das Lied vom Däumchen und da hat es ja mit links und rechts zu tun. Da interessiert mich das natürlich. Was heißt denn eigentlich links? Sol. Und rechts? Sa. Sa heißt rechts, Sol heißt links. Sa heißt rechts, Sol heißt links. Sprecht es doch einmal nach. Sol ve sa. Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen herumtanzen. Was heißt denn herum? Etrafında. Etrafında. Herum. Etrafında. Wenn es herumgehen soll, heißt es Etrafında.
Könnt ihr es schon? Sprecht mal nach. Etrafında. Etrafında. Sehr gut. Links herum heißt? Etrafında sola dön. Und rechts herum? Etrafında sağa dön. Etrafında sağa dön. Links herum heißt? Etrafında sola dön. Rechts herum heißt? Etrafında sağa dön. Sprech doch einmal nach. Dilan, jetzt fällt mir aber was auf. Wir reden immer von Dön. Das erinnert mich an das Wort Döner. Habt ihr schon mal einen Döner gegessen? Oder kennt ihr einen Döner? Das ist ja dieses Fleisch an dem Spieß und der dreht sich ja auch so herum. Und ich glaube, daher kommt auch dieses Wort Döner herumdrehen. Jetzt wisst ihr auch, wie das Wort Döner entstanden ist. Vom Drehen her. Links herum, rechts herum. Etrafında sola dön, etrafında sağa dön. Und stopp. Und stopp. Was heißt das? Ve dur. Ve dur. Das ist ja super. Ve dur. Also nochmal. Rechts herum, links herum und stopp. Etrafında sağa dön, etrafında sola dön, ve dur. Sprech nach. Sehr gut. Güzel, ihr wisst Bescheid. Aber ich bin ja nicht nur ein Tänzer, sondern vor allem ein Sänger. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten ja auch einmal das Wort Singen auf Türkisch lernen. Dilan, was heißt denn Singen auf Türkisch? Şarkı söylemek. Şarkı söylemek. Das ist ganz einfach. Bitte nochmal. Şarkı söylemek. Şarkı söylemek. Sprecht es doch einmal nach. Şarkı söylemek. Ich hab's behalten. Ihr auch? Singen tun wir ja mit dem Mund. Und was heißt Mund? Aus. 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 Das Gesicht heißt? Yüz. Yüz. Aus. Yüz. Aus. Yüz. Und die Augen heißen? Gözler. Augen. Gözler. Sprech doch einfach nach. Augen. Gößler. Also, das war jetzt ziemlich viel. Also, wir wiederholen lieber nochmal. Mund heißt? Aus. Aus. Augen heißen? Gößler. 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 Gesicht heißt? Yüz. 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 Güzel, sehr gut nachgesprochen. Aber mein Gesicht besteht nicht nur aus Mund und Augen, mein Gesicht besteht auch aus Ohren. Kulaklar. Ohren heißt? Kulaklar. Kulaklar. Kulaklar, Ohren. Ich lasse mir das lieber von Dilan nochmal sagen. Kulaklar. Kulaklar. Sprecht nach. Kulaklar. Richtig, kulaklar. Und mit den Ohren hören wir ja. Hören heißt? Duymak. Hören heißt? Duymak. Sprecht es einmal nach. Hören heißt? Duymak. Tja, da haben wir das ganze Gesicht fast beieinander. Habt ihr alles behalten? Also, wir machen es nochmal gemeinsam für euch. Augen? Gözler. Ohren. Kulaklar. Hören. Duymak. Nase. Burun. Nase hatten wir ja noch gar nicht. Was heißt Nase? Burun. Burun. Das ist auch wirklich einfach. Nase heißt Burun. Nase heißt? Burun. Ich habe hier mal so eine kleine Spezialfrage an Dilan. Sag mal, was heißt denn eigentlich küssen? Öpmek. Öpmek. Ja, das war's mit diesem schönen Wort, Öpmek, für küssen. Wollen wir uns nämlich schon von euch verabschieden. Wenn ihr Lust habt und es euch gefallen hat, Türkisch zu sprechen, dann hört euch doch einfach nochmal diesen Teil der DVD von vorne an.
Dann könnt ihr euch ein bisschen üben und seid vielleicht bald schon fast perfekt in der türkischen Sprache. Und vielleicht macht ihr einfach mal weiter. Und wenn ihr das nächste Mal einen türkischen Freund, einen Arkadaş, trefft, dann hilft er euch vielleicht und bringt euch weitere Worte bei. Dilan und ich wollen uns auf jeden Fall jetzt von euch verabschieden. Tja, natürlich mit dem türkischen Wort für auf Wiedersehen. Und das heißt? Hoşça kalın. Und das sagen wir gemeinsam. Hoşça kalın.